Willkommen zurück, meine Entchen, zu einer neuen Folge von, was ist es wohl, genau, City Skylines. Ja, in dieser Folge habe ich mir vorgenommen, ein bisschen mehr in die Wohngebiete zu gehen. Das heißt, jetzt hier erstmal so ein wenig auszubauen. Insofern ich gerade nicht ein Standbild habe. Natürlich zum Start einer Folge. So. Machen wir bis dahin. Und dann hier so eine schöne Kurve dran. Genau. Gewerbe brauchen wir ja gerade nicht, da haben wir ja genug hier. So. Nee. Nee. Ja. Und noch eine. Nee. Ja. So, das wird hier so reingesetzt, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Dann machen wir auch dicht. Legen hier noch ein bisschen mehr Wasser hin. So. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Sieht mit Strom aus. Verfügbarer Strom ist auch okay. Verfügbares Wasser ist auch okay und die Müllabfuhr ist auch okay. Verstorbene null Kapazität, null vergrabene, null Friedhofs. Ist alles im grünen Bereich. Gefahr auf Brand ist bei fast 50% und die Kriminalität ist ganz unten. Schulen sind im grünen Bereich. Alles schön, so wie es laufen muss. So macht Spaß. Ja, da vor zwei Folgen sah ich etwas anders aus, wie wir hier halb am Wegsterben waren. Aber ich würde meinen, wir haben es echt gut gerettet. Es läuft wirklich gut gerade. Hoffen wir mal, dass das weiter so laufen wird. Mich nerven nur diese beiden Windräder hier so ein wenig. Ich würde die hier gerne umsetzen. Am besten beide. Besten hier so, wo sie auch wirklich dann noch ein bisschen was bringen. Da so hin und da so hin. Haben dann auch noch eine Stromanbindung trotzdem da. Das heißt, der Strom geht nicht verloren. Und dann können wir hier noch ein bisschen die Straße mal weiter ausführen. Insofern es noch geht. So. Na, komm. Wir wissen, wo wir lang müssen. Dann Industrie. Zack. So, ich habe gesagt in der letzten Folge, wir werden ein neues Gebiet angeben. Und zwar wird das hier hinten jetzt auch eins. So. Zack. Ein Gebäude ist abgebrannt. Ja, super. Moment. Schauen wir mal. Wo? Ah, hier. Sonst noch irgendwo was gerade, was abgerissen werden müsste? Nicht so, ne? Alles sonst cool, ja. Dann ist doch schön. So muss es doch sein. Holen wir nochmal hier im Park hin. Und spulen mal vor. So kann es laufen. So ist alles schön. So macht das Spaß. Schaut mal hier. Hashtag Roboter-Invasion steht kurz bevor. Haltet auf dem Platz. Haltet auf dem Platz, um euch herum nach mehr Hinweisen auszuschauen. Hashtag Flashmob, Hashtag Asimov Crew. Okay. Wow, wo sind die Müllwagen? Niemand tut unser Müll ab. Oh oh. Oh oh, oh oh. Hier hinten kommt die Müllabfuhr nicht mehr hin, oder was? Und zu wenig?
Geschwindigkeit runter, bitte. Danke. Irgendwie meldet man die Auslastung. Wir setzen mal einen zweiten hin. Wieso fahren die nicht nach da? Nach rechts? Das verstehe ich gerade nicht. Das Müllwagenproblem mal wieder. Yeah. Pass auf, ganz einfach. Ach, Mensch. Vergessen Sie nicht, sich die neuen freigeschalteten Dienstleistungen anzusehen. Ja, hier, wir haben ein Busdepot. Das Schöne ist, man kann sogar Buslinien erstellen. Dass man sagt, ja, der Bus fährt jetzt hier nur in dem Gebiet rum. Und sagt dann ja von der Straße nach da und so weiter und so fort. Also die Haltestellen sogar noch sagen, welche Richtung er sie anfährt. Alles sowas Cooles. Streifenwagen, auf mich nach. Oh, das ist sehr cool. Komm her, ich will dich anwählen. Vor allem hält er an der Ampel. Polizeieinsatz! Ja! Hinterher! Schauen wir uns das mal an. Aber wie schön die Autos wackeln, wenn sie in die Kurven fahren. Da müssen wir noch achten. Wenn er abbiegt, wie er wackelt. Was machen die da jetzt? Aha, jetzt waren sie da und jetzt machen wir sie da ab. Aha, ich dachte, es kommt so eine riesige Schießerei oder sowas. Okay. Wieso nicht? Wusch. Diese Free-Kamera, die ist so gelenkig. Haben Sie Ihren Geldbeutel verloren? Ich habe einen schwarzen Leder-Geldbeutel gefunden. Bitte PM schicken, um ihn zurückzubekommen. Oscar Richardson. Im Park hat er ihn gefunden. Cool. So eine Detailverliebtheit, die mag ich sehr. Das gefällt mir richtig gut. Was brauchen wir denn? Wir brauchen mehr Strom. Schon wieder. Yeah. Tadam-tam-tam-tadam-tam-tam. Können wir eigentlich hier mal wieder was abbezahlen? Nicht. Aber wir könnten uns eins aufnehmen, um mal Geld zu zahlen, um mal ein Kraftwerk zu bauen. Wie viel haben die? Die machen 0 bis 20. Der hier macht 40. Ja, nehmen wir den für 40. So. Habe ich doch schon. Einmal nach da oben. Noch ein bisschen rüber. Ne, das war zu weit. So ist schön. Zack, boom, bang. Hopp. Einmal Industrie für alle, bitte. Nicht wundern, dass ich noch auf keine Kommentare eingegangen bin. Liegt einfach daran, dass ich immer noch in der ersten Aufnahmesession bin. Weil ich ein bisschen fortproduzieren muss, da ich über die Woche nie wirklich groß Zeit habe aufzunehmen, beziehungsweise dann noch Lust habe, nach meiner Arbeit aufzunehmen. Weil nach 8 bis 9 Stunden am Computer sitzen auf Arbeit hat man nicht mehr so Lust, dann abends noch was aufzunehmen. Da möchte man einfach nur kurz ein bisschen Facebook checken, twittern und sich dann irgendwann direkt bald ins Bett legen. Kostet 7.500. Ja, müssen wir bald kaufen, damit wir hier die Autobahnauffahrt bekommen. Weil sonst wird das nämlich bald echt zu voll. Dann müssen wir die nämlich ein bisschen ausbauen.
Oh, das bekommen wir alles. Relativ schnell hin. Das sollte kein Problem sein. Was für eine tolle Stadt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich träume. Die wollen immer noch Wohngebiete haben. Ihr habt doch. Dann baut doch erstmal. Als nächstes. Was haben wir hier eigentlich so Schönes? Wir haben hier einmal die Freiheitsstatue. Dann haben wir hier eine Shoppingstatue. Shopping ist eine wunderbare Sache. Die Shoppingstatue erinnert die Leute ständig an die Glückseligkeit, etwas zu kaufen. Andere Forderung für den Bau des Hadron-Kollidiers. 10.000 kostet der. Ich glaube, den werden wir mal kaufen. Und einfach mal hier so mit ins Wohngebiet irgendwo reinsetzen. Oder hier so in die Richtung. Immer wenn sie vorbeifahren, dass sie denken, ah, wir könnten nochmal einkaufen fahren, dann fahren wir doch nochmal ins Gewerbegebiet runter. Wenn das so funktioniert, wäre das klasse. Überhaupt, die so weit gedacht haben bei dem Spiel, das wage ich zu bezweifeln. Ist auch nicht so groß. Könnte man die ja locker hier so hinbauen. Budgetfenster aufrufen. Ah, jetzt haben wir das hier, genau. Cool. Gut. Ich habe gar nicht geguckt, wann wir jetzt diese Folge angefangen haben. Das war doof. Naja, egal. Dann werde ich es abschätzen. Schätze ich. Ich bin eigentlich gerade echt zufrieden, so wie es läuft. Hier, die Häuser haben sich jetzt auch weiterentwickelt. Im Gegensatz dazu, wie sie mal aussahen, ist das schon echt gut. Chester Square heißt es immer noch. Eine richtig schöne, kleine, gemütliche Stadt geworden. Also, die Entwickler von City Skylines haben wirklich, wie ich finde, bis jetzt alles richtig gemacht. Die Kraftwerke hier sehen auch interessant aus. Richtig futuristisch. Ja, die haben wirklich alles richtig gemacht. Die haben einfach SimCity genommen und ein gutes Spiel daraus gemacht, wie ich finde. Anders kann man es eigentlich kaum sagen. Ja, allgemein schon die Performance ist schon viel besser. Ich habe nicht so den High-End-Rechner und kann es trotzdem hier auf... Was nehme ich denn eigentlich auf? Man könnte mal nachschauen. Ja, so ziemlich auf Mitte nehme ich es auf. Und 1360. Und dafür ist es echt wirklich, wirklich, richtig, richtig gut. So, wir müssen mal langsam eine Oberschule bauen. Die kostet uns 24.000 Darlehen. Können wir nichts nehmen und nichts zahlen. Also warten wir noch kurz. Ach, hier kann man Richtlinien einführen, genau. Mhm. Da brauchen wir aber eigentlich gar keine. Genau, für diesen Bezirk kann man dann die Richtlinien jetzt machen. Könnten aber allgemein mal hierfür sagen, das ist jetzt hier generische Industrie. Entfernen Sie die Spezialisierung der Industriegebiete des ausgewählten Stadtviertels und wandeln Sie in generische Industrie. Was ist generische? Was ist generische? Stadtviertel löschen. Nein. Erzindustrie? Ölindustrie? Agrarindustrie? Und Forstindustrie. Okay, da muss ich mich noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Da steige ich noch nicht ganz durch. Aber wir können jetzt das hier einmal kaufen. Das hier hat ja nur gekauft wegen Abwasser und so. Das war ja einfach nur deshalb. So. Und dann müssen wir uns jetzt nämlich bald mal um das Ding hier kümmern, weil das wird mir hier vorne alles zu voll. Das muss ich ehrlich sagen, das wird mir wirklich einfach zu voll. Da werde ich dann... Müssen wir uns noch was überlegen. Können wir das am dümmsten machen. Um,
Das kostet 16.000. Das Ding ist so groß. Das drehen wir mal. So. Und das hier hinsetzen. Das ist eigentlich nicht viel anders als das da, oder? Eigentlich gar nicht. Nee. Klar, ich könnte das hier so hinsetzen und dann sagen, ja, hier, ihr habt eine Doppelauffahrt. Was mich halt, was ich besser finden würde, wäre, wenn hier ein Kreisverkehr wäre. Muss ich ehrlich sagen. Das würde das Ganze bestimmt schon mal ein bisschen mehr entspannen. Das machen wir auch mal. Genügend Geld. 2400. Okay. Wir kriegen auch Geld zurück, wenn wir hier Sachen abreißen. Was ist das? Ah, ein Krankenhaus. So. Ja gut, das müssen wir dann umsetzen, ne? 2400. Ja, ist egal. Dahin so. Bitteschön. Kreisverkehr. Ja. Ich würde sagen, hier so hin. Quatsch. Und dann... Ja, erstmal die Dinger hier raus. Hier kommt ja die Allee dran. Hier kommt... ja, wer raus möchte. Es werden mehr rein und raus gehen, das weiß ich jetzt schon. Das wird eh so sein. So. Ah! Deshalb war es gerade so dick. Ich war schon gewundert. Autobahn. Dreht ganz anders aus. Nein. Das war's auch nicht. Hä? Oder ist das diese? Ja, die ist das, genau. Würde es aber auch reichen, wenn wir... Können wir nicht. Einfach. Ne? Ja, guck mal, es geht doch auch. Ist doch nicht so. Ist doch einfacher. So. Ist doch viel besser. Man muss eben gucken, wenn man solche Straßen baut. Wenn man von links nach rechts baut, fahren die auch nur von da nach da. Wenn man von rechts nach links baut, fahren die auch nur von rechts nach links. Ich habe schon ein Standbild. Ich verstehe nicht, wieso ich die ab und zu habe. Da bin ich noch nicht ganz hintergestiegen. So, dann kommt hier die Straße dran. Und dann passt das alles. Dann wird es hier ein bisschen fließender sein, hoffe ich. In Klammern. So. Wie sieht das mit Bäumen aus? Könnten wir ja eigentlich... Ne, ich will eine andere. Nein, ich will eine andere. Genau, die will ich haben. Nein, 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 nein. Ah, war die richtige Scheiße. Ja, die will ich haben. Ja, komm schon. Noch eine große Palme. Das war schießt. Komm schon. Große Palme, große Palme, große Palme. Ja, geht schon. Und in die Mitte? Haben wir kein Geld für. Ein Windrad. Würde das noch gehen oder dass wir die wegreißen? Bestimmt war. Na, guck mal, wie das jetzt läuft. Das läuft doch bestimmt besser, oder? Guck mal, hier ist zum Beispiel keine Kreuzung mehr. Das fließt jetzt einfach. Na. Das sollten wir, glaube ich, ein wenig beobachten. Kurz hier ein bisschen wegräumen.
Also damit die Palmen hier drin ein bisschen besser zur Geltung kommen. Ja, aber es läuft ja. Es läuft. Überlegen, ob man das noch irgendwie anders regeln könnte. Ups, war der falsche. Wenn man das da wegreißt und dafür da dran führt, wäre das besser? Es ist doch ein zweispuriger, oder? Das ist ja schon der große. Oh. Das ist der. Wow. 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 Oh. Wir haben so in den falschen Kreisverkehr gebaut. Scheiße. Na, ist egal. Der funktioniert ja auch. Erstmal. Im Notfall müssen wir ihn dann einfach mal wegreißen nochmal. Aber es läuft jetzt. Es funktioniert. Das ist das, was zählt. Das sieht noch ganz schön aus, wenn da noch direkt so ein Windrad mit drin steht. Guckt mal. Das ist doch schön. Gefällt mir. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich könnte da echt Stunden zugucken, wie die hier einfach leben. Ob ich jetzt immer alleine hier sitzen werde und mit euch reden werde, weiß ich noch nicht. Es kann auch sein, dass ich mir einfach mal ein, zwei Leute dazu hole, mit denen man noch so ein bisschen nebenbei quatschen könnte. Das werde ich dann gucken. Aber für die ersten Folgen wollte ich das jetzt gerne alleine machen. Einfach um euch auch ein bisschen das Spiel zu erklären. Und ja. Ein bisschen das Spiel zu erklären halt. So. So. Industrie bräuchten wir nämlich auch mal wieder ein bisschen mehr. Da lassen wir es weg, denke ich mal. So läuft das eigentlich ganz gut. Keine Verbesserung auf diesem Typ möglich. Schade. Sehr schade. Aber das ist möglich. Das finde ich gut. Dazwischen geht es natürlich auch nicht, wegen der Müllabfuhr. So, hier könnten wir allerdings. Hä? Na, wieso geht das nicht? Hm. Ja, ich weiß, dass mir damit geht. Ich weiß das. Ach, es geht noch nicht, weil ich das hier noch nicht freigeschaltet habe. Ja, gut, okay. Dann ist das natürlich was anderes. Wie viel kostet hier denn die Oberschule? Die kostet uns 24.000. Gut, da müssen wir wohl noch ein wenig drauf sparen. Würde ich einfach mal so meinen. Und jetzt kommen wir hier vorne wieder in den Stau. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir so echt nicht. Ich meine, es sieht zwar echt schön aus. Irgendwo. Aber selbst, wenn hier selbst die Polizei im Stau steht dann und nicht durchkommt, dann hat das ganze Ding ja irgendwo seinen Sinn und Zweck verfehlt. Ich könnte. Ups, nein, hier, so. Sagen, okay, hier. Mach da mal eine Einbahnstraße draus. Kurz vorspielen, dass sie es checken. So sollte es doch funktionieren, oder? Dann ist er trotzdem Stau. Ha.
Ist ja eigentlich alles Fahrzeuge, die ins Industriegebiet wollen, oder? Würde ich jetzt einfach mal so raten. Na, komm her. Bild 1 war das. Genau, da kann man nämlich hier so coole Dinger machen. Vielleicht hilft das. Auch wenn das gerade irgendwie total komisch aussieht, was ich hier baue. Aber ich versuche halt einfach nur ein bisschen den Stau aufzulösen, obwohl er sich gerade schon selbst minimiert hat. Eigentlich können ja dann nämlich die ins Industriegebiet wollen, direkt links abbiegen. Genau, das machen die gerade auch. Und die ins andere Gebiet wollen, können ja dann da durch den Kreisverkehr fahren. Das scheint zu funktionieren. Irgendeine interessante Weise. Ansonsten läuft eigentlich alles. Der Strom ist okay. Na, okay, Strom könnten wir vielleicht noch mal ein Kraftwerk gebrauchen. 560 pro Woche. Ja, komm, wir brauchen es. Es nützt nichts. Das baue ich jetzt dann mal hier so rein. Da ging es doch gerade irgendwo. Hier geht es. So. Am besten direkt noch eins hinterher. Da haben wir gerade kein Geld leider. 4.500 Einwohner hat unser Entenhausen bereits. Es macht sich. Es macht sich. Ja, Leute, ich würde sagen, guten Morgen zusammen. Was für ein schöner Sonnenaufgang. Hashtag Paradise on Earth. Ja. Und dort hinten sieht man in weiter Ferne ein Kreuzfahrtschiff, das unterwegs nach Rockfield ist. Was auch immer Rockfield ist. Ich schätze mal da hinten irgendeine weit entfernte Stadt. Ja, Leute, ich würde sagen, das war es jetzt dann für diese Folge von unserem Entenhausen. Ich habe mich jetzt gefreut. Wenn ja, lasst mir doch ein Like und einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von City Skylines und mir, eurem Ente. Macht's gut, haut rein. Bis dann. Ciao.